Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Im letzten Part haben wir hier unser Baumhaus angefangen, unser stolzes, unser mächtiges. In diesem Part machen wir genau das weiter. Leider fallen uns hier ein bisschen die Blätter runter. Die Blätter sind ja so wichtig. So. Ups. Also wenn wir hier runterfallen, ne, dann ist aber die Kacke am Dampf. Ne? Zum Glück haben wir schon Respawn-Punkt gesetzt. Hoppla. Das war knapp. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Blätter hier nicht sinnlos decayen einfach. Ich kann das alles gleich wieder aufbauen. Denn unsere selbstgesetzten Blätter, die bleiben erstmal eine Runde. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So viel zum Runterfallen. Baumhausbau ist also offensichtlich gefährlich. Auch für kleine Mikes. So, wir können hier direkt erstmal den Baum untenrum ein bisschen frei machen. Machen Sie unten mal ein bisschen frei. Und dann können wir hier nämlich schon unseren Weg bauen. Genau so ist das. So wollen wir das doch. So. Alles klärchen. Die Blätter kommen nochmal weg. Wie gesagt, die werden... Ach Gott. Also nochmal überlebe ich das nicht. Müssen wir erstmal hier einen Sprung machen. Sprung des Vertrauens. Über Faith! Gut, hat geklappt. Das ist glücklich. Da haben wir echt Glück gehabt. So, müssen wir ein bisschen gucken hier, wie wir das machen. Wie gesagt, diese Blätter werden jetzt sowieso verschwinden. Okay. Hier oben im Blätterdach. Diese Tropical Saplings, die sind eigentlich auch sehr interessant und wichtig. Die werden wir auch gleich nochmal benutzen. Leider keine Bone Dust, aber den können wir uns ja... Das können wir uns ja ohne Probleme besorgen. Wir können uns das ja ohne Probleme besorgen. So. Ich glaube, hier machen wir unser Schlafzimmer. Das Bett da vorne ist ja erstmal nur ein Provisorium. Das machen wir so. Also hier ist eigentlich ein prädestinierter Ort für ein Schlafzimmer. Warum kriege ich keine Blätter mehr? Leaves, Leaves. Kapier ich nicht. Warte, wir hauen erstmal... Ah genau, hier die zusammen. So. Alles klar. Gut. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir werden jetzt erstmal hier die Basis so ein bisschen definieren. So, man fühlt sich hier fast wie so ein Friseur. So, ja, jetzt werden wir erstmal hier die Highlights ein bisschen setzen. So, ja, mhm. Und dann werden wir da ein bisschen Farbe reinbringen, so. Ah ja, ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir den Block da stehen lassen, dann decayen die Blätter hier nicht so schnell. Das wäre ganz gut. Schon gruselig, wie viele Anglizismen ich hier verwende, so. So. Reicht eigentlich für ein Schlafzimmer, finde ich. Denn je größer wir das machen, desto mehr müssen wir natürlich auch wieder modellieren und so. So wie im Barbie-Studio, da musste man ja auch immer modellieren. Also nicht, dass ich das wüsste, ne? Aber habe ich halt mir sagen lassen von Leuten. Und so. Lass mich in Ruhe. Ach, schau an. Das sind andere Leaves. Aha. Deswegen haben die nicht aufeinander gesteckt. Naja. How rich. Well, well, well. So. Wir können das hier erstmal wirklich dschungelartig alles erstmal aufeinander liegen lassen. So einfach chaosmäßig. Dann sieht das auch recht realistisch. Nicht realistisch, aber realitätsnah aus. So. Ich kriege das wahrscheinlich sowieso nicht gut modelliert. Aber. So. Okay. Dass man halt von der Ferne nicht direkt sieht, dass. Hier ein Baumhaus steht. Das ist eigentlich so mein Ziel. Mist. Wenn ich meine Blätter hier weiter so verschwende, dann ist halt kein Problem, ne? Alles in Ordnung. So. Und wie gesagt, ich reagiere hiermit auf einen Userwunsch. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Nachrichten kriege, ich würde irgendwelche anderen Leute nachmachen, würde ich das ja schade finden. Weil das eigentlich nicht der Fall ist. Ohne diesen Userwunsch hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. So. Nicht schlecht aus. Hier können wir noch mal ein bisschen aussparen. Vorrangend. Und hier müssen wir wieder ein Blatt hinbauen. So, und hier muss auch wieder ein Blatt hin. Muss hier was hin. So, dann können hier zwei hin. Okay. Und man muss hier ganz arg darauf achten, dass es halt glaubhaft aussieht und nicht irgendwie wieder... künstlich irgendwie angelegt. Das wäre schrecklich.
So. Gut. Ah, das ist aber echt eine Herausforderung. Das ist auch nicht ganz so einfach. Weil, wie gesagt, diese Rundung... einfach, nicht einfach zu machen. So. Bisschen chaotisch. Ich glaube, das hilft. Wenn da Blätter sind, dann, brauchen hier keine sein. Können wir hier nämlich nochmal ein bisschen weiter Platz ausbauen. So. Ich würde sagen, wir passen hier unser Baumhaus von der Form her einfach dem Baum an. Also wir gucken einfach mal, wie das so wird. Und dann passen wir unser Baumhaus da einfach an. So, und da drüben haben wir noch einen Baum. Können wir gleich mal erschließen hier. Da drüben machen wir dann zu unserem Vorratsspeicher. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau, was wir daraus machen. Ich komme nicht umhin, zu glauben, dass das hier wirklich gewollt ist mit den Lianen. Ich meine, das wäre total cool, aber weiß nicht. Ich habe Angst, dass es dann halt wieder nur so ist. So, ja, war ein Bug. Wir ändern die Spielregeln mitten im Spiel. Ihr könnt da jetzt nicht mehr hoch. Ach du Scheiße. Okay, das funktioniert so nicht. So kommen wir da nicht mehr hoch. Die Blätter lassen wir hier alle bitte stehen. Und genau, dann kommen wir hier hoch. Perfekt. So. Machen wir wieder drüben. Zwei frei. Für unseren kleinen Highway, sag ich mal. Hö, das ist ja wirklich der Highway. Hahaha. Ich bin so witzig. Ich bin witzig. So. Alles klar. Und dann haben wir das hier auch wieder wunderbar getarnt. Wir müssen das auch gleich mal von außen angucken, ob das wirklich so aussieht, wie wir es eigentlich wollen. Denn, naja, bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier jahrelang bauen und dann am Ende sieht das einfach total güffelig und gimmelig aus. Wahrscheinlich müssen wir da gleich nochmal ran und von unten halt auch, dass da kein flacher Boden entsteht, sondern halt wirklich eine glaubhafte Rundung. Ne, ähnlich wie bei Models heutzutage. Wir gehen mal runter, gucken mal, wie das bisher aussieht. Wir haben da jetzt natürlich die ganzen Baumkronen weggenommen. Insofern kann ich glauben, dass das eventuell nicht so toll aussieht. Aber naja, wir gehen mal gucken. So. Mal ein bisschen zurück hier. Hauen wahrscheinlich auch gleich mal einen dieser Bäume um. Und dann gucken wir mal. So. Wo ist das scheiß Baumhaus jetzt? Wo ist das da? Also von unten sieht man jetzt erstmal nicht so viel. Natürlich ist da jetzt noch diese Planke, die wir verstecken müssen. Ja, es sieht aber gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Jetzt ohne hier in Eigenlob schwelgen zu wollen, aber es sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall glaubhafter als gedacht. Doch, doch. Also hier, von hier sieht man nichts, das ist sehr vorteilhaft. Und wir hauen gleich erstmal nochmal einen Baum. Also wir rasieren den Baum erstmal tierisch und dann hauen wir ihn um. For Planks and Stuff. Ah ja, da müssen wir nochmal ran von unten, auf jeden Fall. Das geht so nicht. Warte, dann werden wir hier erstmal schon mal ein bisschen Blätter mitnehmen. Bisschen so. 1, 2, 100. Hoppla. Und dann haben wir das Ding auch rasiert. Genauso wie ihr euer Freund wird, ne? Kahl rasiert. So. Hier auch alles weg. Blätter sind einfach sehr wichtig. Jetzt auch so generell. Also in der Natur sind Blätter auch sehr wichtig. So. Gucken wir mal, wie wir hier uns unsere kleine Existenz aufbauen können. Der Baum hilft uns sogar noch da. Jetzt kann ich zum Beispiel diese Lianen nicht hoch. Ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht so gut. So. Suchen wir mal, bevor uns hier die Creeper kriegen, wieder auf unseren Baum hoch. Da. Da müssen wir auch nochmal was aufbauen, aber jetzt nicht. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir da oben alles fertig kriegen. So, sehr schön. Auf jeden Fall auch sehr hoch. Ich finde das klasse. Also echt, diese Jungle-Biomes, die sind echt richtig geil. So. Dann machen wir mal hier ein Nickerchen. Können hier immer gucken, wie die Sonne untergeht. Herrlichst. So, guten Morgen. Wir haben keine Musik mehr. Was soll denn das? Das ist aber hier mindere Qualität. Gut, da sind wir auch schon wieder. So gesehen haben wir, dass wir hier darunter ein bisschen, Blätter setzen müssen auf jeden Fall.
Ansonsten sieht man das von unten und das ist, wie gesagt, absolut nicht so, wie es sein soll. Ich möchte, dass man das Baumhaus von unten nicht sieht. Sehr gut abgetarnt ist. So. Außerdem, nochmal zu Rollercoaster Tycoon 3. Da gab es ja mal früher so ein richtiges Fanbase und so, aber mittlerweile ist es wirklich so schade. Da ist nichts mehr. Also ich bin mal in die alten Foren gegangen, so gestern so, einfach so aus Neugierde. Und da sieht man echt nichts mehr. Also die sind echt tot und teilweise halt auch ankündigen, ja, dieses Forum besteht nicht länger. Man kann sich aber immer noch registrieren und es ist immer noch Werbung drauf. Das finde ich sehr witzig. Aber ja, das ist sehr schade, weil die Community halt einfach wirklich schön war. Und naja. So. Wenn wir gerade mal hier nochmal bauen. Das kommt weg. Kommen wir hier nochmal ein bisschen Platz. Das ist ja alles Platz, den wir uns erkämpfen müssen quasi. Muss ja alles abgetan sein. So. So. Die Kante da ist jetzt nicht zu gerade. Ansonsten, naja, können wir auch mal dran kurz was dran machen. So. Können wir die hier tatsächlich wieder wegnehmen? Und warum ruckelt es? Das hat nichts zu ruckeln. Was soll denn das? Ich mag sowas nicht. So. Ruckeln mag ich zufällig nicht. Ich weiß ja, von euch gibt es viele Ruckelfetischisten, einfach die der Ruckeln ganz, ganz toll finden. Ich persönlich mag es ja nicht so. So, Inventar. Können wir nochmal diese Leaves nehmen. Ups. Weg damit. So, aber jetzt Leaves als Ressource, das hatten wir in diesem Let's Play auch noch gar nicht. Es wird wirklich Leaves sammeln müssen. Generell läuft das hier ganz gut, muss ich sagen. Also wenn wir hier die oberen Baumspitzen einfach mal alle wegschneiden, dann haben wir ja schon viele Leaves, die wir dann einfach nach außen transportieren können, auf jeden Fall. Und ja, die wir dann auch wieder zur Tarnung benutzen können. Viel davon müssen wir halt direkt an denselben Platz beinahe wieder ranplacken. Weil die da einfach viel zu gut stehen. Wir müssen ja auch die ungefähre Form des Baumes beibehalten. Aber generell können wir da schon einiges rausnehmen. Kriegen quasi gratis Blätter. Ansonsten muss man hier für die Blätter bezahlen. Ganz vorsichtig, Leute. So. Und hier können wir dann direkt das genau mal umsetzen. Was ich eben was ich eben sagte, meine ich. So. Und dann werden wir hier das Ding von unten abtarnen, wenn mir das gelingen sollte. Vielleicht. Ja. Sehr schön. So, das Ding ist von unten also abgetarnt. Hervorragend. Dann können wir hier unsere Bauarbeit. Ja, genau so. Herrlich. Ja, schön. Klasse, dann haben wir hier direkt auch mal Blätter mitgenommen. Letter haben wir auch mitgenommen. Letter ist ja auch was ganz Leckeres. Weiß ich nicht. Ich mag nicht so Margarine. Bei mir kommt da immer nicht abstürzen. So. Kurz mal speichern, bevor irgendeine Scheiße passiert. So. Oh, und wir sind schon wieder ganz, ganz weit in der Zeit drin. Das tut mir leid, Freunde, aber ich habe schon wieder die Zeit vergessen. Ist ja ganz untypisch für mich, dass ich jemals die Zeit vergesse. Gut, Leute, im nächsten Part werden wir uns weiter mit dem Bau des Baumhauses beschäftigen. Einfach ein schönes Ding hier. Und ja, ich hoffe, ihr hattet in diesem Spaß, ihr hattet in diesem Spaß genauso viel Part wie mir. Oh Gott. Na, okay, nun reicht's aber. So Leute, auf jeden Fall bis zum nächsten Part von Let's Play Minecraft und tschüssi-dösi!